Guten Tag, liebe Zuschauer, zur Juni-Ausgabe von M hoch 3. Wie Sie sehen, sind wir diesmal aus dem heißen Studio ins Freie geflüchtet. Folgende Beiträge haben wir unter anderem für Sie vorbereitet. Wir haben zum Saisonstart in der Megedeburg vorbeigeschaut. Wir waren dabei, als die kleinen weißen Löwen im Zoo Spielstunde hatten. Und wir haben die Einweihung einer neuen Straße mit der Kamera festgehalten. Das und noch viel mehr erwartet Sie in der kommenden Dreiviertelstunde. Das Projekt Megedeburg ist ein interaktives historisches Spiel in der mittelalterlichen Stadt, die auf dem Innenhof des Museums aufgebaut ist. In jedem Jahr wird eine spezielle Epoche beleuchtet. 2016 geht es um Ereignisse am Vorabend der Reformation. Seit 20 Jahren gibt es das historische Spiel in der Megedeburg. Rund 70.000 Schüler, meist zu Projekttagen, und 20.000 andere Besucher und Gäste an den öffentlichen Markttagen haben das Spiel in dieser Zeit erlebt. Unterstützt vom Jobcenter und der AKB haben sich über 200 Teilnehmer auf das Spiel mit den Schülern eingelassen. Dazu kamen 120 ehrenamtliche Unterstützer. Zu Letzteren zählt inzwischen auch Dr. Kerkling, der das Projekt von Anbeginn an museumspädagogisch begleitet und sozusagen das Drehbuch für die jährlichen Themen schreibt. Er erinnert sich an die Anfänge. Also die Idee ist eigentlich nicht neu, aber in dieser Art und Weise, wie wir es hier haben, ist sie tatsächlich inzwischen deutschlandweit ziemlich einmalig. Wir haben 1995 bei einem Besuch im Braunschweigischen Landesmuseum die Ausstellung über Heinrich den Löwen besucht und waren damals begeistert, wie auch später der damalige Oberbürgermeister Willy Polte sehr begeistert war von dieser Idee der Löwenburg. Und wir haben dann in Vorbereitung dieser Ausstellung über die Hansezeit in Magdeburg die Idee dann auf unsere Verhältnisse hier umgesetzt und waren tatsächlich nur darauf aus, auf 1-2 Jahre ein solches Projekt den Schulen anzubieten. Und es gab damals tatsächlich fliegende Bauten, obwohl sie nicht ganz anders sahen als dies. Aber das ist ja immerhin Fachwerk und Fachwerk lässt sich ja auch relativ leicht wieder abbauen. Mhm. Aber nach dem Echo, das uns damals erreicht hat, die Begeisterung der Schüler, der Lehrer, der Eltern, haben wir gesagt, das können wir gar nicht jetzt wieder abbauen. Deswegen haben wir dann das auf solide Füße gestellt und inzwischen 20 Jahre betrieben. In diesen 20 Jahren wurde die Zeit von Otto dem Großen bis Otto von Guericke erarbeitet und spielerisch umgesetzt. Geschichte zum Anfassen, wenn man so will. Unterricht, der in frühere Epochen eintaucht, diese erlebbar macht. Was können sich Schüler mehr wünschen? Und das prägt sich ein und bleibt hängen, weit besser als nackte Zahlen und Fakten aus einem Lehrbuch. Dr. Kerkling hat auch selber wichtige Personen verkörpert. Eigentlich durchgängig Bischöfe, aber ich habe zu Anfang, um das Ganze auch da oder dort ein bisschen zu unterstützen, hin und wieder den Bäcker gegeben. Ich habe hier den Bürgermeister. Ich habe während des 30-jährigen Krieges dann auch Soldaten, Offiziere gespielt und dergleichen Dinge mehr. Aber im Wesentlichen auch immer den Bischof bzw. Erzbischof. Das Stadtoberhaupt wird in diesem Jahr von Hartmut Ramme verkörpert. Ich bin hier der Bürgermeister. Klaus Sturm ist mein Name in diesem Spiel. Und leite die Geschicke der Stadt, so wie ein gewählter Bürgermeister es auch in der heutigen Zeit tun würde. Was sind denn so die Fairnesse, die über der Stadt hereinbrechen in diesem... Oh, es ist schwierig. Die Stadt möchte ja immer eine reichsfreie Stadt sein, was sie leider nie war. Und es gibt natürlich viel Streit mit unserem Landesherrn, dem Erzbischof. Und die Stadt ist aber mehr oder weniger so clever, dass man bestimmte Privilegien dem Bischof abkauft. Und das versuchen wir natürlich. Und was in diesem Jahr besonders viel ist, wir werden den Reformator, die spätere Reformator, sehr viel unterstützen. Und als Magdeburg ist die erste große Stadt, die sich der Reformation angeschlossen hat. Musste dadurch auch viel,
Wir müssen, aber wir haben es überstanden irgendwann. Inzwischen hat sich das Projekt Megedeburg so weit herumgesprochen, dass viele andere Museen nach Magdeburg kommen, um sich die mittelalterliche Stadt anzusehen. Die Mitarbeiter haben noch viele Ideen, was man noch bauen und gestalten könnte. Und Karl-Heinz Kerkling kann auch als Rentner nicht von seiner Stadt lassen. Ja, also man kommt da nicht los. 20 Jahre, das ist ganz klar, man kommt da nicht los. Und ich streite auch immer noch gern dafür, dass das noch mal Jahre weitergehen wird. Und wir haben auch genügend Stoff in der Stadtgeschichte, der noch brach liegt und den wir noch bearbeiten wollen. Magdeburger Pilotenrakete, Himmelsstürmer, Visionäre und Erfinder ist eine neue Dauerausstellung im Technikmuseum überschrieben. Angefangen hat es mit dem ersten Motorflug von Hans Grade bis hin zum Start der Magdeburger Pilotenrakete. Die Region um Magdeburg bot Entwicklern und Visionären die technischen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des Flugzeugbaus und vor allem für ihre wegweisenden Versuche zur bemannten Raumfahrt. Große Meilensteine der Raumfahrt, der Fliegerei und der Raketenentwicklung wurden in Magdeburg gesetzt. All diese visionären Exponate sind in der Ausstellung im Technikmuseum zu besichtigen. Allen voran die Pilotenrakete, deren maßstabsgetreuer Nachbau das Prunkstück der Ausstellung ist. Es waren große Pläne, die alle auch irgendwie vom Bauhaus ausgingen. In der Tat, denn die Leute, die im Bauhaus unterwegs gewesen sind, das waren auch Visionäre. Und die sich mit dem Raketenflug beschäftigt haben, waren genau solche Leute. Oft genug wurden sie alle beide als Spinner verschrien. Aber was sie im Grunde genommen angefangen haben, kann man sich heute angucken. Und nur durch solche Leute eigentlich, die mit Visionen unterwegs sind, ist auch Entwicklung möglich. Zu denen gehörte der Raketenpionier Rudolf Nebel, der 1933 in Mose bei Wolmirstedt nördlich von Magdeburg mit der Hoffnung auf einen bemannten Flug Versuche mit der Magdeburger Pilotenrakete startete. Leider mit mäßigem Erfolg. Die Versuche setzte er später in Berlin fort. Wie es sich anfühlt, wenn die Rakete wirklich bemannt abgehoben wäre, kann man im Modell im Museum mittels Videotechnik nacherleben. Aufgefundene Filmschnipsel dokumentieren zudem die Versuche der 30er Jahre. Wo schlummerten die? Also die liegen zum Teil im Bundesarchiv. Dann müssen wir auch hier an der Stelle dankenswerterweise euch wie Multimedia, die waren da sehr aktiv, und dann der Andreas Tempelhof vom MDR, die haben das ausgegraben und die vor allen Dingen die Rechte geklärt, dass wir jetzt auch eine Möglichkeit haben, die den Besuchern zu zeigen. Ja, und was man vielleicht gar nicht glaubt, es sind eben zu dem Zeitpunkt durchaus Filmaufnahmen gemacht worden, die vom Beginn der Aktion, wo die Rakete befüllt wird, bis zum Absturz letzten Endes die ganzen Aufnahmen da sind. Trotz dieser anfänglichen Fehlschläge hatten die Visionäre um Rudolf Nebel große Bedeutung für die spätere Entwicklung der Raumfahrt. In jedem Fall und hundertprozentig. Die Entwicklung, die diese Leute damals gemacht haben, das waren die ersten Schritte für den bemannten Raumflug. Obwohl das damals, muss man sagen, zum Glück keiner in die Rakete eingestiegen ist, weil das wäre wirklich ein abenteuerliches Unterfangen gewesen. Aber die hatten ja auch keine militärische Nutzung im Sinn, sondern die hatten eine zivile Nutzung. Die wollten Menschen in den Orbit schießen, bringen mit der Rakete und wussten, um dorthin zu kommen, müssen sie den Sauerstoff, den sie zur Verbrennung brauchen, mitnehmen, weil es da oben keinen Sauerstoff gibt. Und das ist schon eine Meisterleistung und kann eigentlich nicht hoch genug hier eingeschätzt werden. Auch viele von diesen Leuten haben das an vielen Stellen mit ihrem eigenen Geld vorgenommen und sind letzten Endes dann manchmal auch dann gescheitert. Aber die sind eigentlich dann auch immer wieder aufgestanden, um den Gedanken wieder aufzunehmen und fortzuführen. Zu denen zählen neben Rudolf Nebel auch Hugo Junkers und Hans Grade, die mit ihren Entwicklungen deshalb auch in die Ausstellung integriert sind. Zur Ausstellungseröffnung war eines der Motorräder, die Grade entwickelte und bauen ließ, in Aktion zu erleben. Ein nicht ungefährliches Unterfangen, wie man sieht.
Wer wollte, konnte auch in voller Ausrüstung das Gefühl nachempfinden, wenn man im Cockpit eines Segelfliegers sitzt oder besser liegt. Viel Platz ist dort nämlich nicht. Für Magdeburgs Museumschefin hat die Ausstellung im Technikmuseum große Bedeutung im Rahmen der landesweiten Großschau Große Pläne. Ja, große Pläne, Erfinder, Fantasten, das spricht ja für sich. Das kann man nicht reduzieren allein auf Architektur und Kunst und Kultur, sondern da spielt natürlich der Erfindergeist auch von technischen Erfindern eine ganz, ganz große Rolle. Und das hat ja auch die Schubkraft gegeben, dieser wirtschaftliche Aufschwung auf Grundlage neuer Techniken, der dann eben auch zum Siedlungsbau, zu der neuen Architektur und dieser Blüte der Moderne in Sachsen-Anhalt und vor allem auch hier in Magdeburg geführt hat. Die Ausstellung im Technikmuseum ist als Dauerausstellung konzipiert und kann täglich außer Montag besucht werden. Aquarien, Reptilien und Terrarienausstellungen gibt es mehrere im Verlaufe eines Jahres. Zum ersten Mal gab es jetzt eine Terrarien- und Reptilienbörse im AMO. Wir schauten mit der Kamera vorbei und wollten wissen, was anders ist als sonst. Eins vorweg, es war nicht so eng und nicht so voll wie sonst. Das war aber ein großer Vorteil, denn so blieb viel mehr Zeit für Gespräche zwischen Ausstellern, Händlern und Besuchern, was im Nachhinein von vielen Besuchern positiv gewürdigt wurde. Mit diesen Unterschieden wirbt der Veranstalter dann auch. Ganz in erster Klasse liegt bei uns natürlich die Freundlichkeit, unser Kundenservice. Also wir behandeln jeden so, als wenn wir den schon x Jahre kennen. Und ich denke mal, das ist das größte Markenzeichen, was uns ausmacht. Wobei natürlich auch der Tierschutz in einem großen Maße bei uns eine Rolle spielt und wir da auch keine Kompromisse machen. Du bist ja so, es ist eine Börse, heißt ja, es ist eine Verkaufsausstellung. Also jeder Kunde kann hier entweder gucken, aber er kann auch kaufen. Wie beraten Sie die Kunden? Also die Beratung liegt in erster Linie bei denjenigen, der die Tiere verkauft, weil die sind meistens in dem Fachgebiet wesentlich besser informiert als ich selber. Ich sage mal als Beispiel, die meisten Tiere kenne ich eher oberflächlich, weißt du die typischen Eckdaten, aber wenn es um die Feinheiten geht, dann sollte man dem Züchter natürlich sein Vertrauen schenken und seine Fragen, die man hat, dementsprechend stellen. Du sagten Sie schon, Tierschutz spielt auch eine ganz große Rolle. Wie ist das eigentlich? Wird jede Ausstellung auch von so einem Amtstierarzt irgendwie überprüft, wenn sie jetzt eröffnet hat? Selbstverständlich. In diesem Falle war der Herr Kirchner zum Beispiel sogar schon hier. Der ist ein Veterinär von Magdeburg. Und heute zum Beispiel haben wir keinerlei Beanstandungen gehabt. Das ist gut. Wie oft machen Sie so eine Ausstellung? Eigentlich, Sie reisen ja durch die ganze Republik sozusagen. Ja, eher sind wir im nordischen Bereich tätig. In Magdeburg sind wir nur angekommen, weil es gerne unsere Kunden so gewollt haben. Und schauen wir einfach mal, wie sich das hier noch so entwickeln wird. Das Angebot reichte von Schlangen über Echsen, Agamen, Chamäleons, Schnecken, Vogelspinnen und Schildkröten, die allerdings kurz nach Eröffnung schon ausverkauft waren. Über Zubehör wie Beleuchtung oder Dekoration bis hin zu Terrarienpflanzen und Futter und natürlich Terrarien selbst in allen möglichen Größen. Ist mir selber aufgefallen, hat in der Presse überhaupt ja nichts gelesen. Man hat auch keine Plakate in der Stadt gesehen, wie es sonst meistens üblich ist. Wie spricht sich denn das denn unter den Kunden rum, dass Sie hier sind? Wir sind noch ein recht junges Unternehmen und haben natürlich noch nicht so den Etat, wie es andere haben. Im nächsten Jahr zum Beispiel knapp ein Tausender nur alleine an Werbung rein. Und dabei ist Facebook nicht gemeint. Das geht noch so nebenbei. Ja, wir haben gesehen, wir sind ja selber auch bei Facebook drüber gestolpert, dass sie überhaupt hier sind. Aber ich meine, die Kunden scheinen es ja doch irgendwie mitgekriegt zu haben. Ich sag mal so, es ist ja so eine kleine Liebhaberszene und die sind alle irgendwie miteinander, untereinander vernetzt und befreundet. Und man erreicht schon sehr viele, wenn man nur bei Facebook was macht. Obwohl natürlich die Öffentlichkeitsarbeit auch bei uns sehr groß geschrieben wird eigentlich. Denn wir wollen auch mit gewissen Vorurteilen abrechnen. Ne, nicht jede Schlange ist giftig und auch nicht jede Schlange ist irgendwie glitschig. Und das kann man eigentlich nur dann wirklich merken, wenn man sich mal vor Ort darüber auch erkundigt. Sie haben ja auch nur eine eigene Homepage, da können Sie ja solche Fragen auch noch ein bisschen so behandeln. Ja, wir haben ja selber mal als Käufer angefangen und dementsprechend uns das ein oder andere Tierchen gegönnt, was wir immer noch lieb haben und immer noch fleißig am Pflegen sind. Einige Nachzuchten sind durch Zufall gekommen, wir sind nicht Direktzüchter. Wenn was kommt, ist es okay, aber zum Beispiel bei unseren Kondern haben wir ganze Gelege vernichtet. Na gut, dann wünschen wir Ihnen hier heute viel Erfolg und viele Kunden und viele Liebhaber und Fleisch. Wir wünschen Sie auch ein paar neue dazu. Vielen Dank. Schlangenzüchter Ronny Stiller aus Spremberg präsentierte verschiedene mehrfarbige Königspythons, darunter die erste weltweit geschlüpfte mit gelben Pastelltönen. Die schlägt wegen ihrer Seltenheit auch gleich mit 3.500 Euro zu Buche. Kein Wunder, denn die Chance,
dass beim nächsten Gelege, das im Schnitt aus 8 Eiern besteht, wieder eine solche Farbvariante dabei ist, liegt bei 1 zu 64. Da kann es im ungünstigsten Fall also wieder 8 Jahre dauern, bis eine gelbe dabei ist. Und dass selbst eine Würgeschlange, solange sie noch nicht über 2 Meter misst, nicht unbedingt gefährlich ist, bewies in diesem Selbstversuch unsere unerschrockene Reporterin. Ab 2 Metern Schlange sollte man dies aber nicht nachmachen, sondern lieber Vorsicht walten lassen. Seit 4 Jahren gibt es den Umsonstladen in Salbke. Über die Eröffnung hatten wir bereits 2012 berichtet. Inzwischen hat er sein drittes Domizil bezogen und wir wollten mal wieder vorbeischauen, wie es dem Laden jetzt so geht. Mitte März war es soweit. Der Umsonstladen konnte in Salbke 88 neue, helle Räume beziehen. Nachdem dem ursprünglich 2011 von Studenten gestarteten Projekt die Studenten ausging, übernahm Petra Rauchfuß, die von Anfang an dabei war, den Laden in eigene Hände, ehrenamtlich und ohne finanzielle Unterstützung. Umsonstladen Salbke, das ist ja hier nun schon der dritte Standort. Der schönste, denke ich mal. Ja, das ist der schönste Standort. Wir waren einmal an der Hauptstraße, schon einmal anfangs. Dann waren wir in der Vollmannstraße. Und jetzt sind wir halt hier. Das ist alles freundlicher und alles schöner. Man sieht es ja auch im Vorbeifahren jetzt besser. Ja, weil man, ihr habt ein schönes Torfenster. Dann sieht man schon von draußen, was so den beiden Verkaufsstand geben könnte. Ja, das stimmt. Wir dekorieren ja monatlich. Und die Leute, die vorbeifahren, die steigen an der Straßenbahn sogar mal aus. Oder im Auto gucken, sehen gleich, was es bei uns gibt und gucken, bleiben stehen und das gefällt uns. An wen richtet sich denn euer Angebot überhaupt? Unser Angebot richtet sich nicht nur, muss ich jetzt mal sagen, an Hilfebedürftige, weil wir sehen das so. Auch Rentner haben manchmal nicht viel Geld und kommen dann zu uns und wenn sie eine schmale Kasse haben, dass wir sagen, gut, okay, die dürfen auch. Dann gibt es Familien, die, wo beide arbeiten gehen, aber die irgendwann einen Engpass haben und wollen dann eben auch mal sich irgendwas leisten können, die nicht so viel Geld verdienen. Ich kann mich den Sinn, anfangs, als das Projekt gestartet ist, war es ja auch so eine studentische Initiative. Sind auch viele junge Leute so gekommen, die was gebracht haben oder die auch was sich ausgesucht haben. Gibt es das auch noch? Das gibt es immer noch und sogar jetzt noch mehr. Junge Leute, wir haben meist junge Leute, muss ich jetzt mal sagen, mehr als die Älteren. Die Älteren, die kommen auch, aber gern mal zum Quatschen. Einfach mal, das sind die Salbker, die dann sagen, hallo, wie geht's, gibt's was Neues? Oder ich weiß, was ist da hinten passiert, aber junge Leute kommen vermehrt. Und nun ist ja hier in Westerhüsen auch eine Unterkunft für Asylbewerber und für Flüchtlinge. Kommen die auch bei euch hier als Kunden oder... Ja, die kommen als Kunden zu uns. Leider haben wir keine guten Erfahrungen mit den Leuten gemacht. So traurig, wie es ist, muss ich mal sagen. Weil diese Leute, nicht alle, aber die meisten nehmen diese Stapel, wie sie sind. Dann liegen die irgendwo draußen in der Wartehalle oder in der Sülze. Sie liegen irgendwo auf der Straße umher, weil sie draußen aussortieren und meinen, das nicht wieder zurückbringen zu müssen. Können sie doch hier drinnen theoretisch auch sortieren, ja? Ja, das machen sie nicht. Das wollen sie nicht. Erstmal raffen. Mitnehmen und dann aussortieren und dann liegt es irgendwo auf der Straße. Könnt ihr das irgendwie steuern oder versucht ihr das zu steuern? Ja, diese Leute, die kriegen sofort Hausverbot von uns. Wir haben jemanden, der läuft sogar hinterher, passt auf, wer diese Leute sind. Und die kriegen striktuelles Hausverbot lebenslang, kommen nicht wieder rein. Wie wollt ihr das durchsetzen? Ihr merkt euch die Gesichter denn oder wie? Ist schwierig, ganz dünn schwierig, ja. Aber die, wir haben ja kleine Karten. Mhm. Jederzeit monatlich 1 Euro und es wird dann jedes Mal abgestempelt bei uns mit Namen und wir laufen hinterher und sagen, wir möchten die Karten haben, die werden dann zerrissen und dann ist Schluss, dann kommt keiner mehr rein. Was habt ihr überhaupt zum Angebot? Wenn man sich so umguckt, das meiste sieht also aus nach Textilien. Aber was gibt's noch? Oh, Elektroartikel, sogar Kosmetik wird uns gebracht, Spielzeug, eigentlich alles. Die Leute bringen wirklich alles, was sie nicht mehr gebrauchen können, was aber zu schade ist, um wegzuwerfen. Und wann kann man endlich bei euch überhaupt was vorbeibringen? Die Öffnungszeiten sind ja nicht üppig, sage ich mal.
Ja, also vorbeibringen kann man zu den Öffnungszeiten von 16 Uhr schon bis 19 Uhr, mittwochs und sonntags. Und nach Vereinbarung. Also wenn die Leute jetzt anrufen, ich kann da nicht, weil ich berufstätig bin, dann machen wir auch mal andere Termine und wir holen auch mal ab. Das machen wir auch. Wie viele Kolleginnen hast du eigentlich jetzt außer dir hier noch? Wir sind 4 Mann und kleine Helferchen sind manchmal noch 2, 3 dabei. Wie finanziert ihr eigentlich diesen Laden hier oder dieses Gewerbeobjekt? Meine, umsonst wird es ja nicht sein. Nee. Nein, es ist nicht ganz umsonst. Der Vermieter kommt uns sehr entgegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf. Hätte mich gerne mal bedankt. Aber es ist eigentlich alles durch Spenden und freiwillige Arbeit. Wir machen es einfach freiwillig, weil es uns gefällt, zu anderen zu helfen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ende April wurden sie geboren, die kleinen Magdeburger weißen Löwenzwillinge. Seit ein paar Tagen kann man sie, wenn man Glück hat, nachmittags im Schaubereich des Löwenhauses beim Spielen beobachten. Wir waren beim ersten Mal dabei. Nach Angaben des Zoos haben sich die beiden Löwenbabys nach anfänglichem Problem durch die Handaufzucht gut entwickelt und zur Freude aller auch fleißig an Gewicht zugelegt. Die Entscheidung zur Handaufzucht, die man sich nicht leicht gemacht hat, war aber erforderlich geworden, um das Überleben der Zwillinge zu sichern, nachdem die Mutter sie nicht mehr versorgen konnte. Aber dank der unermüdlichen Fürsorge von Ersatzmutter Julia Forst hat der Nachwuchs die kritische Zeit gut verkraftet. Allerdings ist es für Julia Forst eine besondere Herausforderung, denn die Jungtiere müssen Tag und Nacht betreut werden, da war anfangs an Schlaf nicht zu denken. Spätestens nach 2 Stunden war wieder eine Flaschenmahlzeit an der Reihe. Bei dem Andrang von Journalisten dauerte es nicht lange, bis Julia Forst mit Fragen überhäuft wurde. Es ist der erste Tag, deswegen ist das alles immer noch draußen, alles neu und ungewohnt. Ersten Tag draußen, ne? Ersten Tag draußen, ja. Weil die sind eigentlich nicht mehr so ruhig. Die sind schon ziemlich stürmisch, ja. Kiste halt wieder, und wenn man die innere Verletzung an ihrem Arm sieht, kratzen sie auch. Ja, aber das ist noch harmlos für einen Löwen, sage ich mal. Ne? Das sind halt Spielverletzungen. Ne? Und was machen ihre Zähne? Beißen sie da auch schon mal? Können sie da schon die spielen, mal? Aber die beißen nicht dolle zu. Die haben zwar schon Zähnchen, die kommen gut durch schon, aber die passen natürlich auch auf, also was die machen. Die beißen sich ja auch und kratzen sich und das ist alles aber halt mit Gefühl auch. Und wenn nicht, dann kann man denen das durchaus auch zeigen. Das machen die untereinander auch und dann verstehen die das auch. Wie machen sie sich denn so allgemein eigentlich? Sehr gut. Also wenn man sieht, die haben gut zugelegt und beide jetzt über 5 Kilo. Also es ist auch eine ganz schöne Schlepperei mit denen und fressen jetzt auch schon mal einen Happen Fleisch. Also bin sehr zufrieden. Und haben Sie die tatsächlich Tag und Nacht zu Hause? Ja, also wenn ich auf Arbeit bin, habe ich sie mit hier und ansonsten zu Hause. Ja. Und wie funktioniert das so in der Wohnung? Ich glaube, man muss schon Tierpfleger mit Leidenschaft sein, wenn man das alles so mitmacht. Aber es geht. Ich habe was eingegrenzt zu Hause. Mit Holz und ein bisschen Pappe und das geht noch. Also da bleiben sie durchaus auch noch drin. Und schlafen auch 8 Stunden nachts und so? Alle 4 bis 5 Stunden möchte man gerne was fressen und dann nicht nur fressen, sondern auch bespaßt werden noch. Also spielen gehört auch dazu und da legen die auch Wert drauf. Also machen richtig Theater, wenn man sich danach nicht noch mit denen beschäftigt. Würde die Mutter ja auch machen und das wollen die auch. Da bestehen die drauf. Auch nachts. Und ist es trotzdem beglückend oder wie geht es Ihnen damit? Also wenn der Wecker klingelt, ist es nicht so beglückend, aber wenn man dann, sage ich mal, in die kleinen Augen guckt, dann ist das Vergessen auch die Müdigkeit. Also die geben das einen schon zurück. Und wann dürfen sie wieder mal zu den Eltern? Wenn sie jetzt so klein sind, gar nicht. Also die würden die auch nicht mehr als ihre Kinder erkennen. Und fremde Löwenvater töten fremde Jungtiere und das sind nicht mehr seine jetzt vom Geruch her und deswegen höchstens, wenn sie ausgewachsen sind und man sagt, man
kastriert vielleicht die Kleinen oder so, aber das wissen wir noch nicht. Ich habe mir in der Küche quasi was abgegrenzt. Die können unter meine Sitzecke und unter den Tisch. Das ist dann auch Art Höhle für die. Und aber noch ein Stück weiter auch in die Küche. Das ist halt, ja, und dann habe ich halt so Decken und Tücher und dann haben die da auch ihren Platz zum Spielen und zum Kuscheln. Und ich passe auch mit rein, was immer wichtig ist, weil die auch die Nähe brauchen. Und dann, ja, aber es ist halt nur noch keine Küche mehr, sondern Löwenuntergrund. Und was sagen die Hunde dazu? Oder der Hund? Der Hund, der hat einmal reingeguckt, dann haben die gefaucht am Anfang und dann war die Sache eigentlich für ihn erledigt. Und der ist, glaube ich, froh, wenn er seine Ruhe hat. Und das Autofahren bekommt ihn gut, ja, wenn sie zur Arbeit fahren? Die schlafen immer beim Autofahren, wie Kinder. Also. Denn, haben sie eine lange Fahrzeit? Nee, 2 Minuten, ich wohne hier gleich. Alles am Zoo. Medien machen Meinung. Ob Ukraine-Krise, Griechenland oder Flüchtlingsströme. Doch welchen Bildern kann man trauen? Die Ausstellung Krieg im Äther hinterfragt das Fernsehen als Mittel der Auseinandersetzung zwischen Ost und West vor der Wende. Die Frage, die man sich damals wie heute stellt und stellte, wo verläuft die Grenze zwischen Information und Manipulation und vor allem, wie erkennt man sie? Text, Bildtafeln und Beispiele von Fernsehsendungen von 1959 bis 1989 zeigen in der Ausstellung in der Gedenkstätte am Moritzplatz das Fernsehen als Mittel der Propaganda einerseits und als Weg zur freien Meinungsbildung andererseits. Die Ausstellung des Wilhelm-Fenger-Instituts Berlin ist aufgrund der Ereignisse der letzten Monate hochaktuell und lädt die Besucher ein, die Rolle des Fernsehens, und das gilt heutzutage genauso für die modernen Medien und sozialen Netzwerke, und das Verhältnis zwischen Medien, Politik und Gesellschaft genauer zu betrachten. Die Ausstellung besteht aus großformatigen Plakaten, begleitet von einem DVD-Paket aus Fernsehbeiträgen verschiedener Genres. Nachrichten, Politmagazine und Unterhaltungsfilme wie Polizeiruf und Die fünfte Kolonne spannen dabei den Bogen über 4 Jahrzehnte deutscher Geschichte. Durch die Kombination von Plakaten und Filmmaterial ist die Ausstellung ideal geeignet als Ausgangspunkt für Gespräche und Diskussionsrunden. Krieg im Äther ist eine Kooperation mit dem Deutschen Rundfunkarchiv, mit ARD und ZDF. Die Ausstellung geht bis zum 25. Juli. Der Eintritt ist frei. Der erste Versteigerungstermin für den Kristallpalast und das Gelände davor liegt hinter uns, mit durchwachsenem Ergebnis. Der Verein zur Rettung des Konzert- und Varietéhauses lud kurz davor nochmals zum Pressetreff und stellte sein Nutzungskonzept vor. Der Verein wollte mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass den Magdeburgern mit einem möglichen Verkauf des früher so erfolgreichen und beliebten Hauses ein wichtiges Kulturgut wahrscheinlich verloren geht. Denn ein neuer Eigentümer mit viel Geld und Potenzial im Hintergrund könnte einen Abrissantrag stellen und das eigentlich denkmalgeschützte Gebäude für immer beseitigen und etwas anderes bauen. Für so einen Fall hat der Verein etwas im Konzept niedergelegt. Aber noch will man den Komplettabriss verhindern, und zumindest die Hülle erhalten, die in einen Neubau integriert werden könnte. Wir sind uns dessen bewusst,
dass wir auch einen eventuellen Abriss verkraften müssen, dass wir dazu Stellung nehmen müssen, dass wir uns überlegen müssen, wollen wir das als Stadt Magdeburg, als Bewohner, als Bürger, die hier im Kristallpalast Kultur genossen haben, die hier vielleicht auch wieder etwas Neues schaffen würden. Und dazu haben wir ein Nutzungskonzept erstellt, nachdem wir im Verein viel diskutiert haben, die Jahre über Recherche betrieben haben, Kontakt aufgenommen haben zu den bisherigen Besitzern. Und in diesem Konzept, das können Sie sich auch gerne nochmal im Detail angucken, haben wir ganz verschiedene Punkte aufgeführt. Wie sieht es mit einer Nutzung aus? Was könnte man noch erhalten? Was ist nicht mehr zu retten? Was geht den Denkmalschutz an? Welche Teile sind geschützt? Wenn man sich allerdings diese Bilder vom Innern des großen Saales anschaut und mit den historischen Aufnahmen vergleicht, blutet einem das Herz und man bekommt die Ahnung, dass selbst ein Erhalt der Hülle wohl nicht mehr möglich ist. Letzter offizieller Nutzer des Kristallpalastes, übrigens in einem Zirkuszelt, waren die Kugelblitze, die das Haus 1977 mit dem Programm Wir pfeifen an in Beschlag nahm, bis es 1986 baupolizeilich gesperrt wurde. Die aktuelle Besetzung war auch vor Ort und wollte sich anschauen, unter welchen Bedingungen ihre Vorgänger dort Kabarett machten. Ich war noch nie im Kristallpalast drin, natürlich nicht, weil ging ja nicht. Ich wollte es einfach mal sehen und ich wollte einfach mal wissen, ob es ein Konzept gibt, ob es irgendwas gibt. Also eigentlich ist ja mein Traum, ich würde hier schon gern nochmal spielen. Davor, da drin geht nicht mehr, ist alles eingestürzt. Aber es ist so mein Traum, ich würde hier gern nochmal eine Vorstellung spielen. Eine. Sozusagen in Erinnerung an eure Vorgänger. Ganz genau. Ich war ja damals noch, als die Kugelblitze neu waren, hier mit drin. Wir sehen hier. Ja. Und dann sind sie ja umgezogen, damals noch mit einer Straßenbahn. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Das habe ich auch gehört. Nee, ich habe Bilder gesehen, wie es früher ausgesehen hat. Habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich so ein tolles Haus und so eine Art Revue-Theater. Würde schon in diese Stadt reinpassen, aber man träumt ja noch. Nun, geträumt werden darf weiter, denn die Versteigerung vor ein paar Tagen endete mit einem unerwarteten Ergebnis. Das Gelände rund um den Palast wurde von einem Mitglied der Erbengemeinschaft für 53.000 Euro ersteigert. Übrigens vom Sohn des einstigen Erbauers. Der hat damit auch den Zugriff auf das gesamte Gelände. Für den Palast selbst fand sich kein Bieter, was nicht verwundert, kommt doch zum Mindestgebot von 68.000 Euro noch eine Grundschuld von 345.000 Euro, mit der das Grundstück belastet ist und die der neue Eigentümer übernehmen und irgendwann bedienen muss. Zweifelhaft, dass sich da ein neuer Eigentümer für die Ruine findet. Ausgang also offen. Reinhard Lacomi gehörte in der DDR neben den Pudis zu den Künstlern mit den meisten offiziellen Veröffentlichungen. Zu seinen bekanntesten Werken gehört der Traumzauberbaum, den er gemeinsam mit seiner dritten Ehefrau Monika Erhardt produzierte. Geboren wurde Lacomi in Magdeburg. Da verstand es sich fast von selbst, dass Monika Erhardt Lacomi samt der gemeinsamen Tochter Clara Johanna nach Magdeburg kam, um an der Einweihung einer neuen Straße in Texas im Nordwesten der Stadt, wo der Künstler Kindheit und Schulzeit verbrachte, teilzunehmen. Schon zur Eröffnung der drei Kita-Neubauten vor 2 Jahren, die nach 3 der Hauptfiguren aus dem Traumzauberbaum benannt wurden, konnte die Landeshauptstadt Monika Erhardt als Gast und Patin gewinnen. Diesmal hatte sie sogar einen Teil des Traum-Zauberbaum-Ensembles mitgebracht, das zusammen mit Kindern der Kitas Moosmutzel und Waldwuffel mehrere der Geschichtenlieder darboten. Auf meinen
Lakomi starb im März 2013 und schon im selben Jahr stellte die Fraktion der Linken im Stadtrat den Antrag nach der Benennung einer Straße nach ihm, was der Stadtrat auch im Oktober desselben Jahres beschloss. Welche Bedeutung hat dieser Tag für seine Witwe? Na, ist doch klar, was ganz Besonderes. Und ich bin so froh, dass Lucky von oben auch zuguckt und dass die Sonne so ein bisschen scheint, weil es ist ja so, dass oftmals jemand, ein Künstler, der gestorben ist, der nicht mehr da ist und plötzlich steht er im Licht und siehe da, es ist ein großes Licht. Und ich denke, dass es heute für Magdeburg auch ein besonderer Tag ist, nicht nur für Lucky. Nun ist ja so, der Traumzauberbaum lebt ja weiter. Der lebt nicht nur im Osten Deutschlands, er lebt im Prinzip jetzt schon Gesamtdeutschland. Wie wollen Sie das weiter fortführen, das Erbe von Reinhard? Also erstmal gleich vorweg, es ist ja unser beider Erbe, ne? Also ich habe es erfunden, genau. Sagt man. Es wäre aber nie so berühmt geworden, wenn mein Lieblingskomponist nicht die Musik dazu gemacht hätte. Und dass es sich langsam ausbreitet, Qualität setzt sich durch, wenn auch langsam. Und der Baum wächst, kriegt Wurzeln, werden stärker, die Äste werden breiter und es wächst immer weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine neue CD geschrieben, genau wie ich es immer gemacht habe, alles Regie und Text. Und ich habe lauter Musiken von Lucky, ich habe ein unglaubliches Archiv. Also insofern wird es auch weiter wachsen, der Traumzauberbaum. Nächstes Jahr fange ich an mit Traumzauberbaum 5. Und das wächst und geht dann also weiter. Ich wollte mir so fragen, man weiß ja, Lucky war ja äußerst produktiv. Ja. Ich denke mal, das meiste, vieles von ihm, das kennen wir noch gar nicht. Ja, dafür werde ich schon sorgen, dass vieles im Nachhinein bekannt wird. Zum Beispiel elektronische Sachen habe ich viele gefunden im Archiv. Und ich weiß, dass es gibt da 3 Elektronik-CDs, aber das ist viel zu wenig beachtet worden, weil es war auch nicht so erwünscht, sage ich mal, für die DDR-Zeit, weil der Elektronik-Papst. Aber Lucky war ja ein großer Komponist und auch Elektronik, da muss man einfach wissen. Das Was ist entscheidend, das Wie ist immer eine Frage der Mitte. Aber Lucky war im Was auch besonders gut. Aber er hat ja auch Filmmusik und auch ein bisschen, so kann man sagen, in Richtung Klassik gearbeitet. Lucky hat Musik studiert, das heißt, er konnte große Partituren schreiben. Und er hat ungefähr 300 Filmmusiken und Ballettmusiken gemacht. Zum Teil mit großem Orchester, zum Teil mit elektronischen Einfällen und elektroakustischer, experimenteller Musik. Wir dürfen also weiter gespannt sein. Stadtbaurat Johannes Göderitz holte 1929 einen gerade einmal 25 Jahre jungen Mann nach Magdeburg und übergab ihm die Leitung der Grafikabteilung des Hochbauamtes. Dieser junge Mann war Alexander, genannt Shanti Schawinski. Der hatte sich nämlich schon bei der Theaterausstellung 1927 in Magdeburg einen Namen gemacht. Vom Bauhaus in die Welt. Wenn das auf einen besonders zutrifft, dann auf den 1904 in Basel geborenen Schawinski. Nach Abitur, Lehre und Kunstgewerbeschule in Berlin ging er 1924 ans Bauhaus in Weimar und belegte Kurse unter anderem bei Kandinsky, Klee, Gropius und anderen, trat in die Bühnenwerkstatt Oskar Schlemmers ein und spielte Saxophon in der Bauhauskapelle. Ein Multitalent schon damals in jungen Jahren. Nach dem Umzug des Bauhauses nach Dessau richtete er dort eine neue Bühnenabteilung ein und beschäftigte sich mit Werbegrafik und Fotografie. 1926-27 war er Bühnenbildner für das Stadttheater Zwickau, kehrte ans Bauhaus zurück und präsentierte eine konstruktive Raumbühne auf der Deutschen Theaterausstellung in Magdeburg. 1929 erfolgte dann die Berufung nach Magdeburg, wo er in der Grafikabteilung des Hochbauamtes Schautafeln, Plakate, Publikationen, Theaterprogramme, Fotografien und Ausstellungen entwarf und gestaltete. Außerdem übernahm er die Bildredaktion der Theaterzeitschrift Das Stichwort. Eine produktive und erfolgreiche Zeit für ihn wie für die Stadt. Von den Nazis angefeindet, zog er 1932 nach Berlin. Als Kind polnisch-jüdischer Eltern floh Schawinski 1933 über die Schweiz nach Italien, heiratete 1935 in London und wanderte 1936 in die USA aus.
Er starb 1979 in Locarno in der Schweiz. Die Magdeburger Ausstellung zeigt nicht nur Werke aus allen Schaffensperioden des Künstlers, die 2015 erstmals in Zürich gezeigt wurden, sondern erweitert sie um Szenografien und Fotografien aus Magdeburg, die erst vor kurzem Schawinski zugeordnet werden konnten. Im Fokus der Ausstellung stehen Schawinskis Arbeiten aus seiner Zeit am Bauhaus und am Black Mountain College in North Carolina, wo er von 1936 bis 1938 einen Lehrstuhl innehatte. Ende der 40er Jahre wandte sich Schawinski zunehmend der Malerei zu, wobei er zum Beispiel mit einem Auto durch Ölfarbe und anschließend über Leinwände fuhr, was seinerzeit großes öffentliches Interesse erregte. Nach 1986 erlahmte das Interesse an ihm. Erst voriges Jahr wurde begonnen, sein Werk systematisch aufzuarbeiten. Das Ergebnis ist nun erstmals in Deutschland zu sehen. Im Magdeburger Kunstmuseum bis zum 25. September. Wie jedes Jahr richtete das Lebenshilfewerk auch diesmal wieder ein Sommerfest am neuen Sülzeweg aus. Das Wetter war prächtig und so strömten die Magdeburger zuhauf in den Kannenstieg. Wir strömten mit. Hier unser kurzer Bericht. Von 14 bis 18 Uhr löste ein Höhepunkt den nächsten ab und so viele Besucher waren wohl noch nie auf dem Gelände und dem angrenzenden Sportplatz. Für ausgelassene Stimmung sorgten unter anderem die Schalmeienkapelle Süldorf, der Chor der Lebenshilfe Magdeburg, Clown Baronelli und die Band Crossfire. Es gab Alpakas, eine Bastelstraße, Tombola, Verkaufs- und Infostände, Speis und Trank und Rundfahrten mit der Kutsche und historischen Traktoren. Der Dank gilt allen Mitwirkenden und Sponsoren. Unsere Juni-Ausgabe. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am 25. Juli wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.